Willkommen bei QVC Beauty, ich bin Reni und ich wollte euch heute gerne zeigen, wie ich mir das Gesicht konturiere, beziehungsweise wie man es alles so, auf welche Art und Weise man es machen kann und was man dafür braucht und wozu es überhaupt da ist. Vielleicht erstmal was dazu, wozu es überhaupt da ist. Ich trage heute zum Beispiel Foundation und Foundation tendiert dazu, die 3D-Artigkeit eines Gesichts, also die Plastizität, so ein bisschen rauszunehmen und das Ganze etwas zu plätten. Das ist so das große Problem, was ich eigentlich habe. Und deshalb versuche ich immer mit dem Konturieren das so ein bisschen wiederherzustellen, das Gesicht einfach plastischer wirken zu lassen und irgendwie schöner. Man kann sich damit auch schlanker schminken. Man kann korrigieren, dass man seine Nase so ein bisschen zu breit findet. Man kann unter dem Kinn für so eine Art Doppelkinn, Schnell-OP, so ein Doppelkinn vielleicht ein bisschen wegschminken am Kiefer entlang. Es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, das zu machen. Also ich persönlich mache das wirklich immer, wenn ich Foundation trage. Man kann es natürlich auch ohne Foundation machen, aber ich finde, gerade wenn man Foundation trägt, ist das besonders wichtig. Und dann braucht ihr zwei Sachen dafür, und zwar zum einen das Puder selbst, mit dem ihr das macht, und einen Pinsel, mit dem ihr das Ganze auftragt. Und beide Sachen sind eigentlich so variabel und man kann vieles zweckentfremden dafür, dass man jetzt nicht unbedingt loslaufen muss und sich Sachen kaufen muss. Für das Puder könnt ihr Bronzepuder nehmen oder Bräunungspuder, aber ihr solltet aufpassen, dass das nicht so eine schimmernde Textur hat. Ihr könnt auch extra dafür hergestelltes Konturpuder nehmen, aber das ist nicht unbedingt notwendig, also es geht auch ohne. Ihr könnt auch Rouge nehmen, was so ein bisschen dunkler ist als eure eigene Hautfarbe. Es sollte natürlich farblich so ein bisschen passen, also vielleicht irgendwas finden, was irgendwie so ein bisschen mauve-artiger ist und leicht bräunlich angehaucht, vielleicht auch so ein Rosenholzton und nicht unbedingt so helles Rosa oder Rot oder Orange. Ich glaube, das passt dann doch nicht so gut. Und ihr könnt auch ein Gesichtspuder nehmen zum Beispiel, was einfach dunkler ist als eure eigene Hautfarbe. Zu den Pinseln, es gibt so viele verschiedene persönliche Präferenzen. Ihr müsst einfach gucken, womit ihr klarkommt. Es gibt welche, die sind so geformt, die sind dann praktisch so ein bisschen bauchiger und oben etwas flacher abgeschnitten. Dann gibt es noch welche, die so abgeschrägt sind und kleiner, damit ihr halt gut hier unten drunter kommt. Ihr könnt aber auch, es gibt so, so große abgeschrägte Rougepinsel, damit könnt ihr das auch machen. Ihr könnt aber auch einfach euren Puderpinsel nehmen und den dann mit derselben Hand, in der ihr den, mit der ihr den haltet, einfach so ein bisschen platt drücken, damit er flacher ist. Und das dann praktisch so applizieren. Also das geht auch. Und dann gibt es noch extra dafür hergestellte Pinsel. Die sind dann, das hier ist zum Beispiel einer, der oben so ein bisschen spitzer ist als weiter unten. Dann nimmt man praktisch hier das Produkt auf und verblendet den dann mit dem gesamten Pinsel. Finde ich toll, braucht man nicht unbedingt. Ich konturiere aber so gerne, dass ich das Geld gerne investiert habe. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich das so mache. Das hier ist mein Konturpuder sozusagen. Das ist ein ganz normales Rouge, was einfach ein bisschen dunkler und bräunlicher ist. Und ich nehme jetzt diesen Pinsel, den ich euch gerade schon gezeigt habe. Und damit gehe ich einfach in das Puder rein und mache nur ganz vorne an die Spitze etwas. Und hier kommt die Fischmundtechnik, die sehr viele Leute gerne anwenden. Bei mir ist es so, ich kann selber ungefähr abschätzen, wo mein Wangenknochen ist. Es ist natürlich bei jeder Gesichtsform ein bisschen anders. Also ihr könnt den Fischmund machen und dann geht es ungefähr. Man macht ja meistens sehr komische Gesichter mit dem Schminken. Ich reiße auch immer den Mund so nach unten auf beim Mascara, damit ich an den unteren Wimpernkranz komme. Und dann geht ihr da praktisch hin mit eurem Konturpuder. Und ich empfehle euch, wie immer, einfach erst ein bisschen weniger aufzutragen und dann mehr zu nehmen. Ihr solltet auch aufpassen, dass ihr nicht zu weit nach vorne kommt. Mir passiert das manchmal, dass es zu weit nach vorne rutscht. Und das sieht dann unnatürlich aus, weil bei mir der Schatten nicht so lang ist. Also versucht einfach, die natürlichen Gegebenheiten beizubehalten. Und dann mache ich erst eine längliche Bewegung sozusagen und dann kreisrund, um das Ganze wieder also auszublenden und natürlicher wirken zu lassen. Nichts sieht unnatürlicher aus als ein dicker, nicht verblendeter Balken. Also egal welchen Pinsel ihr benutzt und egal welches Produkt, versucht einfach das möglichst gut einzuarbeiten und zu verblenden, damit es so einen weichen Übergang hat und nicht so eine scharfe Kante. Scharfe Kanten könnten toll aussehen bei so Fotoshootings. Aber das ist ja nicht im Alltag irgendwie anwendbar. Und dann mache ich das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Also immer erst die längliche Bewegung und dann so ein bisschen rauf und runter. Ihr könnt natürlich auch damit spielen. Also ihr könnt sie ein bisschen weiter oben auftragen, um das Ganze so ein bisschen mehr zu liften. Aber es sollte halt alles so halbwegs im von der Natur ausgebauten eurem Gesichtsbereich bleiben. Das wäre das eine. Also die Wangen, die mache ich immer. Immer, jedes Mal. Dann könnt ihr natürlich noch, was davon übrig ist, ich gehe dann nicht nochmal extra rein, so ein bisschen an die Schläfen tun. Das macht nicht ganz so einen bombastischen Unterschied.
Soll ja auch natürlich aussehen, deshalb nehme ich da mal das, was noch übrig ist vom Pinsel. Wer seine Nase für zu groß hält, kann da einmal an der Seite entlang konturieren. Ihr könnt dafür dann auch einen kleineren Pinsel nehmen, so eine Art Lidschattenpinsel oder so. Und das macht die Nase einfach optisch ein bisschen schmäler. Was ihr auch machen könnt, ist ein ganz kleines bisschen unten an die Nasenspitze zu machen. Und dann kommen wir eigentlich schon zu meinem Lieblingsteil, die Kinn-OP. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein Frauending, dass wir immer irgendwelche Mäkel suchen. Aber es ist ja ganz schön, dass, wenn man etwas nicht mag, das dann irgendwie verdecken zu können. Dann könnt ihr natürlich noch hier so am Kinn entlang konturieren, am Kiefer entlang konturieren. Je nachdem, wie ihr es halt ganz gerne mögt, das macht auch nochmal so ein Stückchen schmäler. Es sind keine großartigen Veränderungen. Also es ist jetzt nicht wie ein roter Lippenstift, den man aufträgt und dann hat man, bäm, den Effekt. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht und ich sehe es eigentlich schon. Und das Letzte, was ich ab und an noch mache, ist einfach hier so ein bisschen entlang zu konturieren, weil mein Gesicht da sowieso einen Schatten hat und dann kann ich den auch noch ein bisschen hervorheben. Und das ist dann nicht direkt in der Verbindungslinie zu dieser Kontur, sondern ich ziehe es halt nicht in einem durch. Ich mag das nicht so gern, wenn man das hier dann bis zum Mundwinkel zieht. Ich kann es euch auch nicht empfehlen. Aber bei mir macht es auch noch so einen kleinen Unterschied. Und das wäre es eigentlich. Also mehr mache ich nicht. Und es kommt dann natürlich darauf an, was für ein Gesicht ihr habt, was ihr damit erreichen wollt. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist mit zwei verschiedenen Farben zu konturieren. Und zum Beispiel ein Bräunungspuder zu nehmen, was nicht ganz so dunkel ist. Und damit ein bisschen hier an der Wange zum Beispiel so ein bisschen großflächiger zu konturieren. Und dann ein noch dunkleres als das erste Bräunungspuder, das dann praktisch in die Mitte zu setzen, damit ihr noch mehr Schatten habt und noch mehr Plastizität und noch mehr 3D-Effekt. So viel von mir zu dem Thema. Ich hoffe, ihr konntet für euch da was mitnehmen und vielleicht einen neuen Tipp holen oder Anregungen und probiert es einfach mal aus, auch wenn man keine Foundation trägt. Und ich hoffe, wir lesen uns auf qvcbeauty.de und bis bald. Tschüss!